Jetzt möchte ich doch mal ganz kurz gucken, was wir jetzt überhaupt wieder tun müssen. Ich hab's aber auch mit dem Ü heute. Denn wir haben Garcia ja jetzt an sich besiegt. Was ist denn die Hauptquest? Es wäre schön, wenn die Hauptquest... Achso, ich muss ja auch bei laufenden Quests gucken. Haha, ich Schlaukopf. Es wäre schön, wenn die Hauptquest noch etwas besser markiert wäre. Klar, ich muss Stahlbarts Artefakt suchen. Und das... Ja, Garcias Schatz finden, das geht ja mit unserem tollen Lösungswort. Garcia ist der Größte. Ja, das beste Lösungswort aller Zeiten. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir auf der Karte schon sehen können. Ja, das ist natürlich nicht hier, sondern auf Antigua. Ach, und da haben wir keine Karte von. Dann würde ich ja fast behaupten, wir sollten jetzt eigentlich mal wieder zu Garcias Schiff. Ich würde sagen, ja. Ich hoffe, wir können dann auch damit fahren. Und ich hoffe, wir haben Chani jetzt wieder. Haben wir Chani jetzt wieder? Weil die wollte ja eigentlich auf uns warten am Feuertor. Ich hoffe, die teleportiert sich dann noch irgendwie zu uns. Wäre ja blöd, wenn wir die jetzt verloren hätten. Aber ich denke mal, das ist schon so geregelt, dass das geht. Mit dem Schiff hier können wir aber sowieso nicht fahren, wenn ich das gerade richtig sehe. Dann war das eh ganz sinnlos, hier hinzukommen. Dann können wir... Na, da können wir eigentlich auch nochmal ins Dorf der Marakai. Denn vielleicht wollen die ja mal wissen, was mit Garcia passiert ist. Na, der offenbar nicht so. Vielleicht können wir mit Zalu reden. Der ist ja der neue Chaka. Na, auf den höre ich schon gar nicht mehr. Schon aus Prinzip höre ich nicht auf den. So, der Jäger will bestimmt nicht mit uns reden. Aber vielleicht will Zalu ja wissen, was mit Garcia passiert ist. Ich denke mal, der hat seine neue Residenz hier bezogen. Du trampelst wie ein Gorilla. Okay, das ist noch Was Datu. meinst du? Hier. Garcia ist erledigt. Was sagst du da? Wie kann das sein? Ich bin verwirrt. Es ist, wie ich dir gesagt habe. Dein Gast, Corrientes, hatte ein dunkles Geheimnis. Ja. Nun erkenne ich es, Garcia. Wie konnte ich so blind sein? Ich werde alt. Das Gefühl kenne ich. Mach dir nichts draus. Du gewöhnst dich daran. Nun gut. So ist ab heute der Ehre Genüge getan. Mein Sohn wurde gerecht. Mögen bald wieder schönere Tage anbrechen. Mein ewiger Dank sei dir gewiss, Gucho. Keine Ursache. Gern geschehen. Und es war auch mir nicht von Anfang an klar, muss ich ja dazu sagen. Schön, hätten wir das also auch geklärt. Das heißt, dann sollten wir jetzt ja theoretisch mal wieder zurück zum Anfang gehen, also zurück zum Schiff bei der Inquisition, da wo wir auch hier gelandet sind. Wir könnten natürlich auch noch ein paar Nebenquests machen mit dem Chilischoten sammeln zum Beispiel. Sollen wir? Ehrlich gesagt habe ich momentan nicht so viel Lust darauf, deswegen werde ich das vielleicht lieber erstmal lassen. Können wir zur Not ja auch später noch machen. Und dann würde ich sagen, wir reisen mal ganz schnell nach hier mit der Schnellreise. Von hier aus ist nämlich ein bisschen kürzer. Und dann halten wir uns einfach rechts und folgen dem Weg. Das sollte ja gehen. Eigentlich können wir auch mal ganz kurz schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen, dann ist nämlich wieder ein bisschen heller. Da werde ich ja ganz heller von Sinnen. Ja, der Witz ist alt, ich weiß, den kennt sowieso schon jeder, der ist schlecht. Aber das hat mich noch nie davon abgehalten. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Ich hoffe wirklich, dass Chani noch nachkommt. Sonst muss ich wirklich nochmal laden. Aber eigentlich, ich denke mal, sie kommt jetzt einfach uns nachgerannt. Obwohl, nee, Chani hat doch gesagt, sie wartet da. Müssen wir sie dann wirklich erst wieder aufsammeln? Na, warte mal, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz gucken. So, wir schreiten durch die feurige Wand. Ja, also wir schreiten dort durch, jetzt. Und ich teile das Feuer. Ja, schon interessant, was er da wieder für Bewegungen macht. Und meine Hände sind immer noch dran. Und wo ist Chani jetzt? Ah, die wartet da. Und dann Ich müssen wir bin jetzt... dabei. Ah, siehste. Sonst wäre sie uns nämlich bestimmt nicht mehr gefolgt.
wenn wir jetzt nicht da gewesen wären. Dann sollte ich aber jetzt ja theoretisch auch wieder die Schnellreise benutzen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn sie uns sich uns angeschlossen hat, genau, dann kommt sie auch automatisch mit. Das hatte ich gehofft. Dann kann die Reise ja jetzt endlich losgehen. Und wir müssen uns hier halten. Müssen wir hier lang? Ja, ist richtig gut. Ich war mir gerade nicht ganz sicher wegen der Richtung, aber scheint alles so zu stimmen. Wunderbar. Moment. Eine Maki wäre. Hätte ich schon gar nicht erkannt im Dunkeln. So versteckt, wie die war. So, und dann werden wir jetzt mal aufbrechen nach Antigua. Ich glaube, es war Antigua. Auf jeden Fall zu der Insel, wo Garcia seinen Schatz versteckt hat. Denn in dem Schatz müsste dann ja auch theoretisch müsste der Stahlbarts Waffe sein. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach Stahlbarts Waffe und irgendwie kommen wir da schon hin. Ihr wisst da bestimmt viel besser Bescheid als ich. Ich spiele das Spiel ja nur, ich muss das ja nicht wissen. Oh Mann, ey. Und mal wieder schönes Wetter. Irgendwie immer, wenn man hier ist, stürmt es gerade und regnet und blitzt und donnert. Aber es ist ja auch das Bermuda-Dreieck. Da ist das ja ganz normal. Hallo. Gerade nicht. Oh, gerade kein Hallo, okay. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Na dann, lass mal hören. Die gute Nachricht ist, ich habe Garcia gefunden. Die schlechte ist, dass Corrientes tot ist. Was? Wie konnte das passieren? Garcia muss Corrientes auf seinem Weg ins Dorf überfallen und getötet haben. Anschließend hat er seine Sachen geschnappt und sich als Inquisitionskommandant ausgegeben. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Was ist mit Garcia? Lebt er noch? Nein, er ist tot. Dann hat er wenigstens gekriegt, was er verdient hat. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Aber wir bleiben Pirat. Ich habe Garcias Schiff gekabelt. Es liegt in einer Bucht im Nordosten. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich werde gleich ein paar Leute dorthin schicken, die sich das mal genauer ansehen. Hier, nimm das Gold. Du kannst es bestimmt brauchen. Sieht so aus, als würden wir doch wieder nach Hause kommen. Schön so, ein bisschen Gold bekommen wir auch noch. Das freut mich natürlich außerordentlich. So, gibt's hier denn noch irgendwas zu tun, Angus? Jetzt habe ich erstmal genug von Abenteuern. Na gut, das kann ich auch irgendwie verstehen. Du hast ja auch richtig viel gemacht die letzten Tage. Während wir nur rumgelümmelt haben, hast du richtig viele Abenteuer erlebt. Da kann man schon mal verstehen, wenn er genug hat. So, bei ihm können wir vielleicht doch mal wirklich was kaufen. Exotischer Säbel. Ach, wenn ich doch nur genug Gold dafür hätte. Andererseits können wir vielleicht auch mal was verkaufen. Damit können wir vielleicht sogar anfangen. Hier zum Beispiel die Entermesser. Das Korsarenschwert. Weiß gar nicht, ob es so gut war, dass ich das jetzt verkauft habe. Aber ich habe es halt gemacht. Getan ist getan. So, Speer können wir auch verkaufen. Das hier genauso. Florian Silbereisen macht 80 Schaden. Ja gut, bei seinem Gesang kann ich das schon verstehen. Nachladezeit 20 Sekunden. Dann kann ich die anderen Knarren ja eigentlich mal verkaufen, wa? Ja, ehrlich gesagt. Ja, würde ich fast sagen, verkaufe ich die anderen beiden mal. Das bringt ja dann relativ wenig. Die Botenkleidung sollte ich theoretisch auch verkaufen können. Mache ich das mal? Ja, komm, das wird schon gehen. Ohrring des Kriegers. Ja, das behalte ich mal lieber. Das will ich auch alles lieber behalten, ehrlich gesagt. Funkelnder Goldring, so viele kann ich eh nicht tragen und Silberzunge plus 5 ist auch relativ schwach. Da haben wir Ringe, die mehr bieten, da habe ich einfach mal alle verkauft jetzt. So. Ansonsten gibt es hier unten bestimmt noch einiges. Zum Beispiel das Gorillafell. Zweimal Pantherfell. Tja, ein Rubin könnte ich doch theoretisch, andererseits brauche ich momentan noch gar nicht so viel Geld. Oder Gold. Das hier kann ich natürlich alles noch verkaufen. Dann habe ich schon 3500 Gold, das ist natürlich eine ganze Menge. Da will ich mal fast speichern, bevor ich mir hier nachher noch was Falsches kaufe und dann das alles nochmal machen muss. Zeig mir deine. So, und was kaufen wir uns denn jetzt? Jetzt könnten wir uns theoretisch wirklich so ein Säbel leisten.
Das wäre eigentlich schon sinnvoll, oder? Hiebwaffen plus 20, Schaden 50 bis 80. Unser aktueller macht 35 bis 50. Das heißt, das wäre ungefähr eine Verdopplung. Nicht ganz, aber fast. Sagen wir 1,5 mal so viel, das reicht immer noch. Ich glaube, den sollten wir uns wirklich mal kaufen. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Dann kann ich nachher auch meinen alten verkaufen. Natürlich erst, nachdem ich den neuen getestet habe. Aber Proviant verkauft er jetzt auch nicht, ne? Blöd. Ist zwar irgendwo verständlich, weil sein Schiff ja gekapert ist, beziehungsweise wir mussten ja auch vorhin noch Proviant suchen, aber trotzdem. Ich hätte trotzdem gerne Proviant. So. Ach Moment, das ist jetzt aber nicht der exotische Säbel, oder? Den habe ich noch nicht auf die 1 gelegt. Genau. Jetzt ist es der. Oh ja, der sieht schnieke aus. Und mit dem kämpft es sich genauso wie bisher. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich auch erstmal behalten. Bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich aussieht im Kampf. Wie viel Schaden der macht. Leider können wir hier gerade niemanden angreifen. Ohne es zu bereuen. Aber das werden wir dann bald mal rausfinden. So. Dann sollten wir jetzt theoretisch mal weiterreisen. Und dazu erstmal aufs Schiff gehen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Theoretisch müsste es dann ja auch mit dem anderen Schiff klappen, sobald die Inquisition das unter Beschlag genommen hat. Ach, hallo Petty. Ja gut, die wollen wir natürlich auch mitnehmen, das stimmt schon. Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua vergraben. Das Passwort für den Eingang lautet, Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen. Oh ja. Oh ja, er ist eingebildet. Ich hab Garcias Telekinese-Hand. Gut, ich kann den Namen auch nicht mehr hören. Brauchst du auch nicht. Er ist tot. Der gierige Sack hat's nicht besser verdient. Suchen wir uns ein neues Ziel. Echt mal, dieser Telekinese-Halsband... Telekinese-Hand war natürlich auch ein ganz schlimmer Finger. Ein ganz schlimmer Finger. Wegen Hand und so. Ach, ja, ja. So. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Oh, zweimal Essen? Was bedeutet das denn? Aber da müssen wir... Ne, müssen wir da hin? Eigentlich müssen wir doch nach Antigua. Aber jetzt will ich wissen, was das für Hähnchenkeulen sind. Das interessiert mich jetzt. So, das überspringe ich jetzt einfach mal ganz elegant. Wenn es der Menschheit wirklich gelingen soll, auf Aporia zu siedeln, dann müssen die Ladetexte nicht so lang sein. So, auch hier mal ganz kurz überspringen.